Und willkommen zurück zur Folge 132. Ja, ich habe jetzt gewartet, bis die drei Gatter eigentlich mal fertig waren. Dann werden wir jetzt nämlich direkt mit weiterarbeiten, dass das hier weiter funktioniert. So. Das war ja wieder Unsinn hier, was wir angestellt haben. Und zwar muss das hier weg. So. Und jetzt wollte ich eigentlich die Kiste zumindest richtig rum draufsetzen hier. Dass sie ein bisschen besser aussieht. Und zwar soll die ja dahin. Und dann kommen jetzt Gatter einmal da vorne hin, einmal reinpumpen und einmal rauspumpen. Jetzt würde ich hoffen, dass er die auch dann in die richtige Position pumpt. Was er, glaube ich, auch machen wird, ist Liquid im Tank. Oder zumindestens voll. Ne? Ist der voll, dann pumpe mal besser. Ich hoffe, wenn ich das an der Seite anbringe, ist das ein bisschen besser. Ah ne, ist ja an der Seite. Ich bin ja auch schon Düssel. Ist ja an der Seite. So. Jetzt hatte ich doch. Warte mal, jetzt schmeißt er die denn jetzt an der richtigen Position raus? Weil ich würde die Kiste ja vielleicht irgendwie hier in der Tür setzen. Oh. Schmeiß ihn mal eben da rein. Jetzt will ich hoffen, dass er die an der richtigen Position setzt. Damit das zumindest da vorangehen kann. Dann nehmen wir uns Deck Mulch raus. Das ist ja sowieso nicht immer da unten aktiv. Da kann es vielleicht auch passieren, dass ich dann vielleicht noch irgendwie das so verknüpfe, dass das auch passend läuft. Er packt zumindest da rein, alles klaro. Und dann kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Biomasse raus durch die ganzen Bäume. Und dann wollte ich das ja noch so machen, dass das ja auch über den anderen Quatsch läuft. Da muss ich auch noch warten. Warte mal, wollte ich das andere posierende Gatter noch drauf gerechnet? Drittes weiß ich gar nicht. Wollte ich das denn angerechnet? Für welche Position? Gute Frage, nächste Frage weiß ich gerade gar nicht. Steinerne Pipes, die kommen hier hin. Ah ne, so. Pflasterpipes. Ah ne, die kommen da unten hin. So ist richtig. Ja, diese Seeds brauche ich auch nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass ich die irgendwie wegtun kann oder so. Weiß ich gar nicht, ob ich die auch mit Samenkernöl machen kann. Müsste man mal schauen. So, jetzt muss ich mal mein Inventar mal ein bisschen richtig machen hier. Das passt. Das kann hier weg. Das kann so bleiben. Und dann kann das auch wieder laufen. Da vorne läuft es jetzt auch so weit. Da müsste man so langsam mal sicher wieder ein paar Dinger dran setzen. Paar ME-Kabel und unter anderem ME-Kabel. Und das müsste auch irgendwo hier in der Nähe gewesen sein. Oh man, wo ist denn das ME-System? Ah, Moment. So, jetzt muss ich gerade mal umsetzen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Zumindest ist hier was. Aber der Restliga, ja, sucht man sich auch wieder zu Tode. Zu Tode. Ah, das ist so was. Okay. Nö, 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 nö. Ja, suche ich mich wieder zu Tode. ME. Und zwar bestimmt jetzt auf erster Seite. Genau. Steuerkabel. Achso, das ist ein Steuerkabel. Okay, ich weiß nicht, für was man das Steuerkabel jetzt gebrauchen kann. Mal mit Rechtsklick. Na komm schon. Nee. Sagt er ihm jetzt nicht. Keine Ahnung, was man damit machen kann. So, jetzt brauche ich hier diese Importbusse. Da. Import, Export. Achso, ich brauche mal die Dinger, genau. Das könnte ich auch so herstellen, aber ist auch egal. Zweimal Redstone, Gold und diese den Meißel. Okay. Gold. Jetzt habe ich hoffentlich Silizium noch. Boah, da ist auch nicht mehr viel da. Dann das Ding. Und das, davon brauche ich jetzt ein paar mehr. 5, 6, ja, machen wir mal die Zähne. Dann holen wir das raus, schmeißen das hier weg. Schmeißen die Dinger mal hier rein. Dann haben wir sie zumindest verbraucht. Dann habe ich ja den Ofen. Schau mal, da können die Dinger auch brennen. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn. Ja, die laufen auch gut dadurch. 44 Stück. Kommen wir eigentlich vorerst mit aus, weil ich wollte hier unten noch mit Biomasse arbeiten. Da müssen wir nämlich mal eben Kupfer herstellen. Zack.
und Zinn. Zinnbarren, Tin Ingots da. Ja, machen wir mal. Ach ja. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Kupfer ich noch hab. Haha. Das haben wir Glück gehabt, dass wir das so aufgehört haben. Dann machen wir mal bitte ein paar Zahnräder. Und zwar mach mir mal 5 Maschinen. Setzen wir erstmal hin, dann machen wir nochmal 2 drauf. Jetzt müsstest du die doch irgendwo gemacht haben, ne? Also am Switchen, weil er jetzt ganz das Material genau bekommt er die Zahnräder und dann macht er die Steinzahnräder. Achso, machen wir nochmal ein Zahnrad plus. Braucht 12. Das müsstest du jetzt gemacht haben, ne? Genau. Danke. Ah, Rezeptkolben. Genö, die könnten wir auch noch machen. Und zwar nehmen wir dafür Eichenholz. Ist eigentlich relativ. Ja, Eichenholz können wir dafür nutzen, weil wir davon genug haben. Whetstone und sonst war das nichts mehr. Die können wir, wie gesagt, auch machen. So. So. Und so. Ein Kolben kodieren. Ja, warum nicht? So eine gute Idee. Die braucht man ja ab und zu immer. Für die Busse, für Maschinen oder sowas. Kann man sie zumindest auf jeden Fall benutzen. Kolben. Jetzt kannst du mir nämlich ein paar Kolben herstellen. Und zwar 6 Stück. Warte mal, das können wir so machen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie das funktioniert. Kann man das mit Rechtsklick machen? Achso. Dann mach mal 10 Stück. So. Das so. Dann glaube ich so und oben jetzt das Sprungs wieder drauf, ne? Genau. Da. Die wollte ich haben. Dann funktionieren die mich auch. Achso, die Redstone-Dinger habe ich hier. Super. Und die kommen jetzt ziemlich weit unten hin. Warte mal, hier ist schon Lava, ne? Hier pumpt der Lava rein. Und da wäre eigentlich auch die Funktion dafür. Das heißt, sie sitzen gleich irgendwo mittig hier dazwischen. Die könnten hier sitzen. Dann würde ich hier eine Pipe hier so lang legen, hinten rum. Und würde es dann laufen lassen. Oder ich gehe einen runter und lasse es dann laufen, weil die muss ja irgendwo hier hin, das Zeug. Da würden wir mal 1, 2, 3, 4. 4 machen wir jetzt erstmal. Dann so, 1, 2, 3. Macht man jetzt da komplett Redstone durch oder so? Oder setze ich die mal noch andersrum? Nee, die können eigentlich so bleiben. Nur hier kommt ein Block in der Mitte, dann werde ich hier da vorne lassen. Ah, du Idiot. So hinsetzen. So. Und so. Und dann kommen die drei nämlich auch noch dagegen und dann kann das nämlich laufen. Da kommt in der Mitte nämlich ein Hebel rein, da kann ich das auswählen, mit wie viel MJ ich das noch zusatzpowern will. Ach nee, das geht ja auch nicht. Ich brauche ja links, rechts immer ein bisschen Platz. Das geht hier nicht. Das würde aber gehen. Ich könnte jetzt hier oben. Ah nee. Och Mann. Ich mache das jetzt am schlausten. Ja, schlau was anstellen ist immer blöd. Man kann das nicht immer ganz genau schlau anstellen. Man muss das immer ein bisschen verdummt anstellen, sozusagen. So, und die anderen müssen jetzt hier hinsitzen. So ist doch richtig. Dann kann hier nämlich ein Strang zwischen, wo ich die Hebel dran sitzen werde. Hier kann Lava. Was ist denn jetzt da drin? Ach, hier ist Lava, genau. Und wo kommt das jetzt hier noch her? Ach so, da. Okay. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, dass das da weggekommen ist. Könnte man zweiseitig irgendwie vom Tank aufbauen. Ich hole mal ein paar Hebel. 1, 2, 3. Die könnten eigentlich auch dauerhaft laufen, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Dann nehmen wir Holz mit. Die Pipes haben wir mit. Dann brauchen wir jetzt noch andere Pipes.
Ich weiß jetzt nicht, was da unten läuft. Ich glaube, Lava läuft auf steinerne Pipes, weil die nehmen wir mal beide Sorten wieder mit. Die brauche ich auch. Ja, das läuft passend gut. Sonst so was? Dat, 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 dat. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Mir fällt gerade auch nichts. Nein. Warte mal, ein posierendes Gatter. Hast du noch... Ah ne, das habe ich jetzt oben. Das brauche ich ja für die Biomasse. Der linke Lavatank ist ja noch, wie gesagt, noch zum Puffer. Da muss ich mal schauen, ob ich den irgendwie verwenden werde. Ob ich den nochmal puffern lasse, dass ich halt zwei Tanks auf gepuffert habe. Das ist noch nicht so klar bei mir. Laufen tut er ja. Der ist ja sowieso jetzt voll. Nur der rechte läuft ja momentan auf High Speed. Und das hat sie immer noch nicht aktualisiert. Ich habe gerade mal vorher auf Minecraft nur neu gestartet. Also die Welt neu gestartet. Also nicht komplett resettet, sondern nur die Welt so gemacht. So, also das sind Steine. Okay. Dann nehmen wir auch Steine hierfür. Sitzen hier ja die Hebel hin. Das heißt, wir werden hier zwischen irgendwie die Lava reinpumpen. Aber wie mache ich das denn am schlausten? Was ist hier drunter für ein Raum? Ach ne, drunter ist ein Vollraum. Okay, das macht mich doch jetzt gerade hier Gaga. Und zwar Lady Gaga, aber sowas von. Kann ich das ja noch anders machen? Ich weiß nicht, ob die Turmfunktion... Warte mal, geht das denn hier? Das würde gehen, die Turmfunktion. Es gibt eine Funktion, dass ich das so als Turm aufbauen kann. Da ich ja Lava hier drüber beziehe. Mache ich das nur mit 6, genau. Und zwar kommt das dann hier. Nee, nicht ganz. Einer kommt dahin, einer kommt dahin. Muss man mal eben schauen. So kommen die anderen dran. Das passt. Zack, zack, zack. Und dann so. Dann würden die anderen... Ja, die müssten ja hier hin. Wir müssen wieder einen Abstand nehmen. Ich kriege hier einen Rappel. Das machen wir noch zu Ende. Ich schaue nicht gerade da oben und denke wieder, oha, kriegst du denn ja alles hin? Aber muss ja irgendwie laufen. Ich muss von hier Lava beziehen. Denn das ist die schnellste Möglichkeit. Und sollte dann von hier das andere Zeug beziehen. Also von der Mitte. Das heißt, ich baue das jetzt auf einen komplizierten Weg, so ein Sechserturm. Es gibt nur einen einfachen, dann ist der Turm nämlich anders gebaut. Dann ist in der Mitte so ein das Zeug und immer an jeder Ecke sitzt dann halt so eine gewisse Pipe, die wir dafür verbrauchen können. Und hier kommt jetzt das hin. Das wird ja nach unten gestrahlt. So, dann brauche ich einen frei, dann geht hier vielleicht später eine Pipe hin, das passt. Da würde ich aber liebend gern doch was anderes benutzen, und zwar die steinernen Pipes. Also die pflasternden Pipes. Ich muss noch was drauf achten. Denn ich muss immer mit einem hier unten noch durch. Das heißt, hier wird noch eine Bodenpipe noch drunter sitzen, immer hier. An der, und dann kommt hier immer noch ein Ding dran, sprich da noch. Und noch da, das heißt, hier wird ein Liquid Transposer sitzen, das heißt, es wird ganz unten lang laufen müssen. So. So muss das jetzt laufen erstmal. Heieiei, das reicht doch nicht. Oh, das reicht nicht. Da steht fest, dass das so passieren wird. Hi, was machen wir denn da? Da machen wir wieder eine längere Folge. Ja, kann ich leider nichts ändern. Muss ja gemacht werden. Also irgendwann muss ich ja mehr Energie kommen, und das ist ja wieder ein nächster Schritt. Danach kommt Dampf. Will ich hoffen, danach ich Dampf hinkriege. Das ist auch immer so eine Hauptaktion, dass das auch funktioniert. Aber warte mal, da machen wir gleich noch hier ein paar davon.
So, und dann machen wir hier so ein Stack fertig und Ruhe ist. Habe ich noch Dichtungen? Dichtungen, da sind noch Dichtungen. Ja, 21 Stück, die wir hinkriegen. Ja gut, Bienenwachs haben wir genug. Produziere ich ja sowieso noch alles nebenbei. Die werde ich nämlich auch noch durch eine Schleuderei schicken. Wie gesagt, da muss die Schleuderei stehen. Und dann wird das weiter mit Schienen gehen, denn das wird jetzt vielleicht schaffe ich das bis zum Ende des Jahres alles fertig, dass wir dann wieder Fortschritt weitermachen können. Und hier müsste jetzt, da müsste ein Eisenpipe rein. Und hier unten drunter müsste gleich eine Eisenpipe sitzen. Die. Warte mal, nicht, dass jetzt andockt. Nein. Die Eisenpipe müsste hier sitzen. Da kommt eine hin oder die kommt da hin, ich weiß es noch nicht. Ich mach's am besten dahin. Also zwei Eisenpipes noch. Aber das. Ja, das mache ich jetzt in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash.hp und tschüssen.